Frage vorab, wer macht jetzt eigentlich die Anmoderation? Ja, herzlich willkommen, Timo. Fangen Sie an. Okay, alles klar, dann fange ich jetzt mal an. Gut, ja, Folge 14 ist endlich draußen. Ja, also wir nehmen sie gerade aus, aber auf, aber man wird sie, wenn man sie hört, ist es ja draußen. An meiner Seite ist erstmal der James. Moin, moin, hallo zusammen, grüßt euch. Grüß dich zurück. Und traurige Sache an der Stelle. Wir haben uns ab Folge 13 tatsächlich entschieden, getrennte Wege zu gehen. Marc ist ab heute nie mehr dabei. Und wir haben jetzt jemanden, der viel besser ist als Marc. Marc, sorry. Aber wir haben jetzt den Basti dabei. Ja, Ja. einen wunderschönen Morgen, Mittag oder Abend, wann auch immer ihr das hört. Ich bin's. Basti, grüß Yay! dich. Gut. Also, natürlich an der Stelle nur ein Scherz. Der Marc ist heute leider verhindert und dementsprechend haben wir uns einen starken Ersatz geholt. Basti wird heute mit uns den Podcast führen. Ja. Ja. Danke, Basti, Sehr dass du gern, da sehr bist. gern. Ja, als, wie gesagt, als guter Ersatzmann. Ja, wollen wir sofort anfangen und über die Woche sprechen? Wer möchte anfangen? Ja, natürlich. Ich würde mal sagen, ich gebe dem Gast den Vortritt, wenn er was zu erzählen hat. Ja, sehr gerne, wenn ich darf. Es ist nicht so viel passiert, aber ein bisschen was. Ja, heraus. Ja, also als erstes, Sam hatte sein letztes Fußballtraining vor den Sommerferien. Er ist jetzt erstmal pausiert. Wir sind gespannt, wie es weitergeht, weil beim letzten Mal war kein Trainer da, dann war wieder ein Trainer da, dann war es wieder okay. Okay. Hoffen wir mal, dass es was besser wird beim nächsten Mal nach den Sommerferien. Okay. Aber ist es so, Ja. dass man in den Sommerferien ist so lange her bei mir, dass man da kein Fußballtraining hat? Ja, ist bei mir selbst auch ein bisschen was länger her, aber scheinbar. Also die haben Okay. gesagt, der Spielbetrieb ist da jetzt erstmal eingestellt und ja, zum 8.8. geht es da wieder los. Okay. Das ist noch Bambini, ist das noch, oder? Nee, das sind Oder? sogar die Zwerge. Das ist noch Sind vor die den Bambini. Zwerge? Ja. Ist er, okay. Hä? Kenn ich, ist das neu oder war das schon immer so? Ich glaube, das ist neu. Also ich war auch selbst nur in den Bambinis, also ich kann mich daran Okay. erinnern. Ah. Ja. Ja, Zwerge ist halt für die ganz Kleinen noch. Ja. Die vielleicht noch ein bisschen Blumen pflücken dabei. Okay. Ja. Ja, Ja, einfach und Geldmacherei wieder, ist doch klar, DFB. genau. Nee, ja, keine, wobei die gehören gar nicht zum DFB, oder? Jetzt du stellst Oder Fragen. gehört das schon zum Deutschen Fußballbund? Ich denke mal, das gehört alles zum Fußballbund, oder? Ja, siehst du, Jeder Verein, der Geldmacherei. gemeldet ist, wird ja irgendwo registriert sein müssen und das wird, denke ich, dazugehören. Ja, und vor den Zwergen kommen dann die Hobbits. Oh Mann. Dann fürchterlich einen Witz zu Oh, starten. der Eggedorf ist der Isengard. Genau. Kann ich jetzt leider nicht Ja, einspielen. gut. Warum nicht? Ja, und sonst, ich war mit Steffi bei einem anderen Podcast als Verschuft. Live-Event als Live-Event im Tanzbrunnen. Also das hatte Steffi mir zum, oh, ich bin mir gerade unsicher, zum Vatertag geschenkt. Oder Okay. zu, ja, Vatertag oder Ostern. Das ist ein True Crime Podcast. Also die erzählen über wahre Begebenheiten, über wahre Morde. Und das war echt interessant. Das war halt ein Serienmörder aus Österreich. Ja. Ja, also wer sich sowas gerne anhört, ich kann die zwei eigentlich nur empfehlen. Die heißen Mord auf Ex auf Spotify. Echt immer so eine Folge geht eine Stunde. Also es ist echt spannend. Also die erzählen das auch ganz cool. Das sind Lynn und Leo. Und vor dem Event war ich persönlich so in Team Lynn. Aber nach Okay. dem Event war ich so bei Team Leo. Also irgendwie, die so live zu sehen, war dann nochmal was anderes, als sie immer nur zu hören. Ja, klar, sicher. Aber das werdet ihr irgendwann auch haben, ne? Also wenn Ja, ihr ja. Timo, Mark und James hier irgendwann mal live in person trefft, ja, dann werdet ihr auch erstmal umfallen. Also Geschockt. hyperventilieren, Ja, da wollen wir hin. Da wollen wir hin am Ende. Ja, wir sind auch, irgendwann treten wir im Gloria-Theater auf. Oh, das Ja. Gloria, ich finde das Gloria geil. Ja, deswegen sage Ja. ich ja. Ja. Also Waren die wir. kurze Frage zu den Podcasts. Die Ja. erzählen dann Geschichten, ne? Oder wie ist das Genau, dann? also die recherchieren das auch vorher alles. Hm? Reisen auch zu den Orten, wo das passiert ist. Haben dann auch ein bisschen Film- und Bildmaterial, das zusammen zeigen. Also jetzt Ach bei so, dem Event. okay, das ist dann live zeigen, die Bild- und Filmmaterial. Nämlich Genau, beim genau. Podcast ein bisschen schwieriger. Ja, genau. Also bei dem Event. Und die haben aber auch eine Filmserie über ihren anderen Podcast, das heißt die Nachbarn, wo die das erstmal selbst recherchiert haben für
ein Straftäter, der zu eventuell Unrecht im Gefängnis ist. Dann haben sie eine eigene Videoserie rausgebracht. Da gibt's, ich weiß gerade nicht, wo man das gucken kann. Müsste ich Steffi fragen. Okay. Das haben sie halt auch. Ja, cool. Dann hört da mal rein, wer sich für True Crime interessiert. Ja, nice. Und das war so meine Woche eigentlich. Und sonst war halt arbeiten. Jetzt machen wir schon Werbung für einen Podcast hier. James Bond. Geld. Ja. Oh je, oh je. Magst du weitermachen, James? Ja, ich habe an sich eine ruhige Woche gehabt. Geht. Ruhig nicht, aber bei meiner Schwester ist im Moment eine große Baustelle, da sie eine komplett neue Außenfassade bekommt. Meine Schwester hat ja ein Haus gekauft letztes Jahr im November. Und dementsprechend werden neue Fenster auch eingesetzt und dann gab es eine große Aktion, dass der komplette Klinker, einen Moment bitte. Der komplette Klinker, einen Moment bitte. Ja, ich musste gerade niesen, deswegen. Dass der komplette Klinker von der Fassade entfernt werden musste. Ja. Klinker ist euch ein Begriff? Die wollte ich nämlich gerade fragen, was ist das? Das sind an der Außenfassade bei vielen Häusern, siehst du diese, das sind Ziegelsteine an sich. Okay. Das wird Klinker genannt. Mhm. Weil die werden, das fand man früher schön, aber die haben eigentlich gar keinen richtigen Wärmeschutz, bieten die gar nicht so richtig an. Mhm. Also in der heutigen Zeit versucht man die schon eher zu meiden, wenn ich das richtig verstanden habe. Es hat einfach nur einen rein optischen Aspekt, dass man so Klinker benutzt. Das sind so quasi Viertelziegelsteine. Also quasi einfach nur so, man Viertelziegelsteine, also wie so ein Plättchen und das setzt man dann rein und sieht das von außen aus, als wäre das Backstein, obwohl es nicht so ist. Ah ja, ich habe es gerade gegoogelt. Also jetzt, wo ich sehe, weiß ich, was es ist, aber ich hätte den Namen nicht gehabt. Genau, und das sind halt solche, das nennt sich halt Klinker und das musste halt komplett runtergemacht werden. Und wer sich jetzt den Instagram-Post anschaut, der sieht auch Fotos davon, wie wir das von der Wand runternehmen. Mit so riesen Schlagbohrern oder Schlagbohrermaschinen oder wie die heißen. Ist halt, war halt auch an einem Samstag. Das war halt, brechend, die Sonne schien halt brechend stark und du stehst da wirklich auf dem Gerüst und ja, da musst du schon regelmäßig auch die Pause machen und wir haben uns halt aufgeteilt in zwei Trupps, ne? Zwei, die den Klinker abhauen. Und wenn sie Pause gemacht haben, hat der zweite Trupp die Sachen vom Boden entfernt, ne, was alles halt runterfiel, um das dann in die Container zu verbringen. Ganz ehrlich, es war so eine Heidenarbeit. Ich rate jedem, lasst das von irgendjemand anders machen. Spart euch die Kraft. Danach war ich so fertig. Aber ja gut. Aber selbe Frage, wie ich auch Marc gestellt habe, als er bei dem Umzug geholfen hat, gab es denn Pizza? Wir haben gegrillt abends. Okay, naja. Gut. Immerhin. In einer entspannten Runde im Garten gegrillt, paar Bierchen gezischt und das war echt angenehm. Also war schön dann. Ne? Haben wir schön den Abend verbracht da im Garten, bis es dunkel war. Ne, war echt schön. War als Dankeschön halt. Ne? Und dann freue ich mich natürlich dann auch. Grüße an meine Schwester, an die große Grillparty, an alle Helfer. Deswegen habe ich halt nur geholfen, nicht weil ich der Bruder bin, sondern es muss ja eine Win-Win-Situation entstehen, ne? Sonst hätte ich selbstverständlich gesagt, ich helfe nicht, also. Ja, nee, das ist so, das war hauptsächlich meine Woche. Ich war halt nicht nur Samstag da, ich war auch am Donnerstag da und dementsprechend gab es viel zu tun, ja. Und ihr habt jeden Tag gegrillt? Nee, nur am Samstag haben wir gegrillt. Ach so. Am Donnerstag haben wir Pizza bestellt. Okay. Pizza! So, da gab's doch Pizza, Basti. Ja, sehr gut. Ja, geil. Und Bier. Also Marc, wenn du das hörst, so geht das, ja? Keine Schnittchen, Pizza und Grillen ist es. Schnittchen. Nee, ansonsten eine entspannte Arbeitswoche. Wie eh und je. Und hier zu guter Letzt, Timo, erzähl mal, hast du was erlebt? Irgendwas, was du erzählen willst? Ja, das ist, ich ziehe ja jetzt um, schrägstrich aus. Und ja.
spiegelt sich's aus, nein, Spaß. Ja, keiner hat's geglaubt. Nee, aber ich habe ja eine Wohnung jetzt endlich für mich und bin jetzt auf großer Möbelsuche, weil ich habe einiges an Geld gespart und ich habe gesagt, ich kaufe mir alles neu. Und ich bin auch, wo ich gerade gehört habe, lass das machen. Ich bin nämlich auch voll wie Scheiße. Ich mache, egal was ich mir kaufe, alles mit Montage. Ist mir kackegal, ob das am Ende irgendwie 500 € kostet, alles zusammen. Ich lasse mir alles aufbauen und bin jetzt gerade in einer ziemlichen Odyssee, weil ist so ein bisschen, ich ziehe. Sollte ein Frechner dabei sein, ich ziehe ja ins Alpha-Forum Frechen und das Haus ist halt schief, also ne, es hat ja schräge, schiefe Wände und da muss man, was Möbel angeht, ein bisschen kreativ sein und ja, das macht mir gerade so ein bisschen Kopfzerbrechen, was Möbel angeht. Ja, da war ich jetzt am Samstag bei Segmüller und bin dann den ganzen Tag rumgetanzt und ja, das war schon relativ anstrengend. Ich habe jetzt schon einen Tisch gekauft und der ist voll cool, der ist ausfahrbar und Stühle dazu, aber was jetzt halt noch fehlt, ist Sideboard, Couch, Bett und das war's, glaube ich, erstmal. Hast du schon Ja. Wirt gefragt, ob er dir die ganze Elektrik macht? Ich habe tatsächlich schon dran gedacht. Also zumindest was Deckenleuchten angeht, da freut er Ja, sich weil bestimmt. seine Wohnung hat er ja super gemacht, ne? Ja, klar. Ja, bei mir geht es halt, wie gesagt, eher um die Deckenleuchten und dann Na. mal gucken, was ich da so mache. Zwei Stück werde ich brauchen. Und beziehungsweise drei, wenn man das Schlafzimmer hinzuzieht. Ja, und dann mache ich dicke Einweihungsparty, wird es auf jeden Fall geben. Ich bin gespannt. Krebs. Balkon? Ja, habe ich. Auch noch einen ziemlich geilen Balkon. Fünfter Stock, relativ groß, sehr weite Aussicht. Ja, das ist schon, da werde ich mich mit. Eine Frage habe ich dazu noch. Ja, klar. Wie hast du diese Wohnung gefunden? Ah ja, aber das. Das muss ich natürlich noch erwähnt haben. Ist so praktisch, dass du jetzt hier mit im Dings bist. Ja, es ist tatsächlich, bin ich darauf aufmerksam gemacht worden. Ja, von einem guten Oh, Kumpel. tell me more, tell me more. Ja, ich habe jetzt seinen Namen vergessen, ich weiß nicht mal, wie er hieß. Nein, also letzten Endes hat Basti mich darauf aufmerksam gemacht. Das war ein Instagram-Post, ne, von Ja, bekannt von genau. dir. Woher kennst du die Vanessa eigentlich? Irgendwie kennt man ja Gott und die Welt. Irgendwann Ja. lernt man Leute kennen, keine Ahnung. Ja, Also, ja. ja, keine Okay. Ahnung. Ist schon zu Ja. lange her. Ja, okay. Auf jeden Fall, das war so ein Instagram-Post und da habe ich mich halt drauf gemeldet. Was ich zu dem Zeitpunkt noch nicht wusste, ist, dass das Mädel, bei dem ich mich gemeldet habe, gar nicht diejenige ist, die daran gerade wohnt, sondern die hat das wiederum für eine Freundin gemacht, die Ute. Ui, und das war Ah, eine, okay. genau, das war eine riesenlange Odyssee. Ich glaube, bis ich jetzt die Wohnung bekommen habe, das hat fast 1,5 Monate gedauert. Das hat sich halt echt hingezogen. Und ich habe echt alles geschwitzt bis zum geht nicht mehr. Und als ich dann endlich diese Wohnung hatte, ich wusste nicht, ob ich lachen, heulen oder. Weiß nicht, was sollte, ich war so erleichtert. Und aber dementsprechend, dadurch, dass Basti mich darauf aufmerksam gemacht hat, habe ich mir ein kleines Schild anfertigen lassen mit der Aufschrift Timos Wohnung Powered by Basti. Das war so ein kleines Abkommen zwischen uns und das habe ich jetzt tatsächlich gemacht. Und das kommt bei mir dann auch in die Diele, gleich in den Eingangsflur kommt das rein. Sehr cool. Hast du das Sieht schon doch so? cool Selber aus. sieht das cool aus, ja? Ja, auf Oh, jeden Fall. ist mit einem kleinen Herzchen und extra einen gelben Raben für Dortmund. Ja. Ach, cool. Ah. Kurze Frage noch, wie Ja. ist das so für dich mit den Kaufhäusern? Ist das für dich stressig oder sagst du, ist das positiver Stress, negativer Stress? Kommt ganz drauf an. Wenn man was findet, ist natürlich. Also der Tisch war mega angenehm. Den Tisch, der hat einen coolen Namen, wie heißt er mal? Ah ne, weniger cooler Name für Basti. Der heißt Spider 2, der Tisch. Geil. Und der lässt sich halt ausfahren. So ist der, glaube ich, 1,80 Meter lang oder so. Und den kann ich auf fast 2 Meter halt noch verlängern, wenn ich dann halt mal mehr Leute habe. Mit so einer coolen. Also man muss da nichts dran stecken, man fährt den einfach nur aus zu beiden Seiten. Das ist mega Und dann lustig. kriegt er 8 Beine. Genau, und dann rennt er durchs Zimmer. Boah. Und das ging Boah. halt mega schnell tatsächlich. Also für den Tisch habe ich mich super schnell entschieden und die Couch war richtig pain in the ass. Da habe ich jetzt so eine 2,71 Meter L-Couch mir ausgesucht. Da ist aber die Frage, ob das nicht ein bisschen zu eng wird. Deshalb bin ich morgen nochmal in der Wohnung und messe das nochmal aus. Aber ja, es war halt so und so. Ne? Wenn man schnell was findet, ist das geil. Ansonsten, es kann das schon fast ein bisschen frustrierend sein, muss ich sagen, wenn man sich nicht so richtig entscheiden kann und dann passt das nicht und dann sind hier 300 € mehr als die andere Couch, die da hinten steht und das ist schon ziemlich abgefuckt, muss ich sagen. Ach, cool. Ja, ist Ja, das doch ist sehr schön. cool. Und ja, dann wollte ich Samstagabend eigentlich nur noch einen ganz entspannten Zockerabend machen mit dem, der jetzt nie mehr dabei ist, mit Marc. Dann hat aber Dennis gesagt, hey, er ist auch dabei und wollen wir nicht alle nach Siegen fahren und Julius besuchen? Er hat einen Leihwagen, er fährt und ja, dann sind wir da abends dann noch hingecruised. Und er wird es wahrscheinlich nicht hören. Ich weiß nicht, ob er unseren Podcast hört. Grüße gehen raus an Dennis. Ich bin einmal tausend Tode gestorben. Dennis hat ja seinen Führerschein noch nicht allzu lang. Und er hat Boah. auf der Autobahn einmal bei gefühlt 140 Sachen in der Rechtskurve. Dennis hat einen leichten Rechtsdrall.
bei Fahranfänger, sage ich jetzt mal. Und oh Gott, also da habe ich mich einmal kurz im Sitz festgekrallt. Da sind wir doch ein bisschen gefährlich nah an das Auto auf der rechten Seite ran, aber ist alles gut gegangen. Guckst du nach rechts und das Auto sagt schon so, hello there. Ja, genau, es kam halt immer näher. Ich so, okay, sieht Dennis das? Oder, naja, und. Ja, das ist ja das Thema, was ich meine mit Fahranfängern. Ich habe ja selber meinen Führerschein noch nicht so lange, also jetzt mittlerweile 3 Jahre fast. Und ich glaube immer noch nicht. Dennis hat denn ja jetzt knapp ein halbes Jahr, ein bisschen mehr, hat aber dementsprechend, weil er noch kein Auto hat, auch noch nicht so ist, hat halt noch nicht so die Fahrerfahrung gesammeln können, ne? Was auch Strecken an sich angeht. Also dem fehlt einfach die Routine, klar. Und dann hast du halt diesen Rechtsdrall. Und ich habe es halt damals wirklich so gemacht, ich hatte den Führerschein und ich glaube 2 Wochen später habe ich mir schon direkt ein Auto geholt, ne? Weil mir aber auch einen Gebrauchtwagen geholt, weil ich habe dann auch während der Zeit, seitdem ich das Auto jetzt fast 3 Jahre habe, habe ich mir auch schon eine Delle reingefahren, weil ich Laternenpfahl umgenietet habe. Mhm. Beim Rückwärtsfahren. War einfach im toten Winkel. Mhm. Und das ist sogar meine einzige Delle, die ich reingefahren habe. Cool. Eine Delle habe ich reingefahren, ja. Nein. Deswegen, ich hoffe einfach toll, 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 ne, dass Dennis mit seinem schönen BMW, den er bekommt, den nicht nach einer Woche irgendwie zu Schrott fährt. Ja, sowas natürlich ärgerlich dann. Aber Auto habe ich dann noch eine letzte Geschichte zu erzählen. Das ist der Atomschiss an der Taube. Es ist so zum Kotzen. Ja, ohne Scheiß. Wann war das noch? Ach so, genau. Dann bin ich von der Arbeit gekommen. Und ich sehe dann halt nur, wie rechts vorne auf der Kühlerhaube so ein richtiger Schiss ist. Und das war ein richtiger Schiss. Und ich habe mir gedacht, boah, scheiß drauf, du gehst heute sowieso in die Waschstraße. Und ich durch die Waschstraße durchgefegt und steige aus dem Auto aus und gucke, da ist dann immer noch Schiss da drauf gewesen. So drumherum war alles weg, aber es waren immer noch so kleine, wie so kleine Hügelchen waren da noch drauf. Was ist das denn, dass das so eingebrannt ist? So, und das war nicht nur das, da waren auch Federstücke mit drin, als wäre der Taube oder was auch immer darauf gekackt hat, das Arschloch explodiert. Mhm. Und ich hab's halt, ohne Scheiß, ich hab mir Spiritus geholt, hab daran rumgerieben. Ich hab's nicht runtergekriegt. Ich so, was ist das für ein nuklearer Scheißschiss? Und wir haben hier in Frechen haben wir eine Reinigungsfirma, die das sehr, sehr schön macht. Und die haben jetzt die Bröckchen wirklich runterbekommen. Aber ich habe tatsächlich leichte, feine Ränder um die Kackbröckchen rumherum. Das hat sich in den Lack eingefressen. Das muss eine Taube von Krypton gewesen sein. Sowas habe ich noch nie gesehen. Jetzt ist mein Auto vorne ein bisschen ruiniert. Das kotzt mich so an. Du weißt ja, Superman hieß Kal-R oder Kal-L. Das war Kal-Gur. Kal-Gur? Kal-Gur oder Taub-L. Also sowas habe ich noch nie gesehen. Echt, sowas habe ich noch nie gesehen. Das fuckt mich so dermaßen ab, weil der Wagen ist auch noch nicht so alt. Der ist ja 2 Jahre alt erst. Oh, also neu gebaut war der ja, 2021. Ja. Naja, das war so meine Woche tatsächlich. Doch spannender als gedacht. Mit Umzug ist immer spannend, ne? Ja, total. Freue mich super. Also August geht's raus. Und also Mitte August in etwa. Und dann bin ich mal gespannt. Na gut. So, ich glaube, das war's so erstmal von unserer Woche. Ja. Sollen wir dann zum Sport gehen? Ja, sicher. Sport. Ich mache das viel eleganter als Marc. Und direkt beim ersten Versuch. Hammer, ey. Geil, ne? Ja, ja. Ich jetzt muss halt aber Applaus einspielen. Ey. Ja, warte. Jawohl. Jawohl. Ich habe gehört, dass der Sack irgendwo gegenklatscht. Wobei eigentlich nicht erschrecken, einmal muss ich noch den Mark ver-